Gestra, ein internationaler Hersteller von Armaturen und Regelungstechnik, hat 2009 das erste komplette gläserne Dampfsystem der Welt in Betrieb genommen. Alle Bauteile wurden aus hitzebeständigem Glas hergestellt. Hierdurch ist es erstmalig möglich, direkt in einen Dampferzeuger zu schauen und die Entstehung von Dampfblasen oder das Entgasen von Speisewasser zu verfolgen. In verschiedenen Filmaufnahmen werden viele Themen des Dampf- und Kondensatsystems erläutert. Hier werden alle thermodynamischen Vorgänge bei der Erzeugung von Dampf, bei der Kondensation, bei der Kondensatableitung und die Entstehung von Wasserschlägen gezeigt. Dieser Film zeigt die Kondensatableitung verschiedener Kondensatableitersysteme, dargestellt in einem gläsernen Dampfsystem der Gestra AG Bremen. Das Dampfsystem besteht aus einem Sekundärdampferzeuger mit einem Betriebsdruck von 1,3 bar Ü, entsprechend einer Sattdampftemperatur von 124,7 Grad Celsius. Die Leistung des Dampferzeugers beträgt 50 Kilowatt, entsprechend einer Dampfmenge von 80 Kilogramm pro Stunde. Als Kondensator dient ein gläserner Wärmetauscher oberhalb des Dampferzeugers. Als Kühlmittel wird Stadtwasser verwendet, dessen Eintrittstemperatur ca. 15 Grad Celsius und Austrittstemperatur ca. 40 Grad Celsius beträgt. Das Kühlwasser fließt in den Rohren, der Dampf strömt im Mantel um die Rohre herum. Aufgefangen wird das Kondensat nach den Kondensatableitern in einem gläsernen Kondensattank, welcher unter atmosphärischem Druck steht. In dieser Filmsequenz soll die Entstehung und Wirkung von thermischen Druckstößen, allgemein als Wasserschläge bekannt, demonstriert werden. Dazu wird in einem horizontal verlegten Glasrohr, welches leicht ansteigend angeordnet ist und dadurch einen Wassersack bildet, Dampf eingeströmt. Das in dem Rohr eingeschlossene Wasser ist auf der linken Seite kalt, während auf der rechten Seite Dampf ansteht. Also eine typische Anfahrsituation bei mangelhaft entwässerten Leitungssegmenten. Nun wird langsam das Dampfventil geöffnet. Zuerst strömen ein bis zwei Luftblasen nach links. Nach kurzer Zeit ist das Wasser leicht erwärmt. Nun strömen die ersten Dampfblasen in das Wasser. Diese geben schlagartig ihre Wärme ab und kondensieren. Das Wasser versucht, diesen Vakuumbereich schnellstmöglich wieder zu füllen und knallt in den leeren Raum. Beschleunigte Wassermengen müssen dann in Sekundenbruchteilen wieder abgebremst werden. Hierdurch können Druckstöße mit Spitzenwerten von mehr als 1000 Bar entstehen. Dies ist feststellbar durch die entstehenden Erschütterungen und Knallgeräusche. Das Öffnen des Absperrventils muss ganz langsam geschehen, um die Menge an Dampfblasen, welche ins Wasser gelangen, möglichst klein zu halten. Nachdem das gesamte Wasser auf Siedetemperatur erwärmt ist, kondensieren die Dampfblasen nur noch sehr langsam. Eine Gefahr von Wasserschlägen besteht nicht mehr. In einem zweiten Versuch wird der Ablauf wiederholt, jedoch ist dieser Rohrteil mit leichtem Gefälle in Richtung eines Siphons verlegt. Durch den nachgeschalteten Siphon wird sichergestellt, dass sich im horizontalen Teil immer eine Dampfblase aufhält und Wasser am Boden strömt. Die Dampfblasen oben im Rohr bilden durch ihr Volumen einen Pufferraum, durch den sich Wasserschläge beim Anfahren minimieren lassen und der Anfahrvorgang schneller und gefahrloser eingeleitet werden kann. Zuerst wird wieder das Ventil langsam geöffnet. Nachdem sich das Wasser etwas erwärmt hat, ist zu erkennen, dass sich oben im Rohr eine Gasphase bzw. Dampfphase einstellt. Nun kann das Ventil schneller geöffnet werden. Die Stärke der Wasserschläge ist erheblich geringer als beim Beispiel vorher. Gestra empfiehlt den Einsatz von Kompensatoren Typ ED bei Kondensatleitungen, welche von horizontaler Leitungsführung in die senkrechte Leitungsführung wechseln. Vielen Dank für Ihr Interesse.